Kurioses Deutschland. In Deutschland ist es erst seit 1986 verboten, Hunde und Katzen zu schlachten und zu essen. Bis 86 konnte man Hundefett sogar noch als Arzneimittel für Atemwegserkrankungen in der Apotheke kaufen. Hund galt damals als günstige Alternative zu Schwein und Rind und wurde vor allem von der armen Bevölkerung gegessen. Hunde als Haustiere zu halten, konnten sich damals nur die Reichen leisten. Nach dem Krieg sank der Konsum von Hundefleisch jedoch stark ab. Seit Anfang der 50er Jahre haben Tierschützer versucht, das Hundeschlachten zu verbieten. Fast 40 Jahre später, 1986, waren sie dann erfolgreich. Like und folgt mir für mehr.